Konnichiwa, meine kleinen lieben süßen Otomatomodachis und herzlich willkommen zu Ich liebe dich und doch hasse ich dich ebenso. Genji Monogatari, einmal anders. Ja, wir werden uns das mal anschauen. Wie gesagt, ich werde jetzt noch Let's Shows rausbringen und dann auch, wenn ich mein Abi geschafft habe, sozusagen, werde ich dann auch noch das mit den How to Sing to Your Heart, wie auch immer, ganz durchspielen. So, ich habe keine Ahnung, worum es geht. Eigentlich ist es auch gar nicht mein Typ. Also das Game, sozusagen, zumindest die Leute da. Aber ich mag den Titel. Ich liebe dich und da hasse ich dich. Das ist, glaube ich, so ein Satz, den benutzt man auch sehr gerne im Alltag. Und ich weiß nicht, warum ich das nicht leise machen kann. Aber ja gut, dann lassen wir es halt. Okay. Okay, aber ich mag die Melodie. Also, das ist schon mal, was ich sagen kann. Wie die Geschichte da so ist. Ich hoffe, das ist einfach ein bisschen was anderes. Wirklich. Ich bete dazu. Ich bete wirklich dazu, dass es ein bisschen anders und interessanter wird. Aber die Namen fand ich schon schrecklich. Roku no Jonomiya oder so. Ich hab's jetzt nicht im Kopf. Ich glaube, das werde ich mir auch nie im Kopf behalten können, überhaupt, ne? Aber sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Und keiner sieht aus wie ein 12-jähriger Junge, obwohl sich das als 25 rausgestellt hat. Ah, das war's noch, Alter. Boah, nein, das ging ja gar nicht. Anna. Ja gut, leider bin ich keine Anna. Ich bin eine Kime. Oh mein Gott, na okay, so groß jetzt auch nicht. Oh mein Gott. Oh Gott, ich finde das jetzt schon schrecklich. Okay, so. Kommt da was oder muss ich was drücken? Ich glaube, ich muss was drücken. Ja, ich muss was drücken. Oh mein Gott, das ist ja noch kleiner als die anderen. Ey, wenn ich das mit Tablet gespielt hätte, das wäre, glaube ich, mega winzig. Kann ich das echt nicht leise machen? Oh mein Gott, irgendwie ist das... Nö, macht's nicht. Ja, geil. Warte, ich bin gleich wieder da. Okay, ich habe es ein bisschen leiser gemacht. Zumindest ein Stück. Und ich habe außerdem den einen Textbox da weggemacht. Deswegen, ich hoffe, ihr habt das gelesen. Und wenn nicht, dann macht nichts. Okay, jetzt fängt es aber wirklich los. Manchmal ist die Liebe und der Hass zwischen einem Mann und einer Frau. Manchmal ist der Kampf um die Macht. Und vorher kam noch was. Wenn ein Geliebter für eine Nacht ausreicht, werde ich dein sein. Ah, das sagst du oder das ist der Sprecher? Ist mir jetzt egal, ich bin jetzt der Sprecher. Ah, nein, doch nicht, okay. Ich, Yugao, gehöre dir. Oh mein Gott. An diesen Abend werde ich dich leiten. Ich will dir eine gründliche Lektion über die Kunst der Abendunterhaltung geben. Mit dem Mann oben und der Frau unten werden die Köpfe eins. Oh mein Schild. Wahre Männer und Frauen schließen nicht dazu. Wahre Männer und Frauen schließen nicht dazu bestimmt, so zu sein. Bitch, Alter, ich bin jetzt schon voll weg mit dem Shit. Es ist die Heian-Ära, die Bühne, die alte Hauptstadt. In diesem Zeitalter des Friedens sind diejenigen, die regieren, keine Männer, sondern Frauen. Echt? Boah, wie cool. Meistens waren so, boah, Männer voll an die Macht, Alter. I am the big boss. Frauen führten die Zügel der Macht und Männer dienen ihnen als Soldaten und Vasallen. Frauen haben hohe Positionen und können mehrere Ehemänner haben. Ja, die hatten mein geiles Leben, du. So ist dieses Zeitalter des Friedens. Zeitalter des Friedens bedeutet einfach Frauen an die Macht! Anscheinend. Es gibt eine Frau, deren strahlende Schönheit und Intelligenz von Männern am gesamten kaiserlichen Hof gepriesen wird. Schon bald wird sie zum Ziel der Gerüchte am Hof werden. Ihr Name ist... Wird nicht mal gesagt. Es ist Mitternacht und ein leichter Regen fällt. Fürst Fujitsubu. Ich sitze auf Fürst Fujitsubus Bein. Bitte was? Ich sitze auf Fürst Fujitsubus Bein. What the hell?
und schiebe langsam meine Hand unter sein Gewand. Wow! Wow! What? Der Stoff rauscht sanft und der Duft von Weihrauch weht nach oben. What the hell? Der süße, zarte Duft, den ich suche, ist nicht dieser hier. Boah, wir sind ja mal voll die Bitch! Oha! Au! Kime, was ist los? Ah, du redest. Ey, das ist schlecht gemacht. Ich weiß ja nicht, wer redet. Du anscheinend, Mein Ehemann Aoi steht langsam auf und sieht mich fragend an. Nein, es ist nichts. Aber... Ich sagte, es ist nichts. Ah, oh, mein TikTok. Das ist nicht schlimm. Kime. Aoi fängt an, etwas zu sagen, aber ich drücke ihn nach unten, öffne seine Schärpe und streiche sein Gewand. Alter. Beiseite. Es ist Aoi, mit dem ich die Nacht verbringe, nicht mit dem Fürst Fujitsubo. Wir sind ja mal voll die Bitch! Ich hab ja gewünscht, dass es anders ist, aber doch nicht so! Der Geruch des Weihrauchs wird stärker und lässt mein Herz zittern. Ich möchte nicht eine Nacht mit einem anderen Mann als Fürst Fujitsubo verbringen. Ich stoppe fast meine Hände, aber verzweifelt unterdrücke ich noch den Drang. Denn schließlich... Meine Ehe mit Aoi wurde von unseren beiden Familien arrangiert. Sie kann nicht gebrochen werden. Als ich mein Zittern unter Kontrolle bekam, legte ich mich neben Aoi. Einige Tage später. Ich bin voll geschockt, dass ich einfach von der Bitch bin. Ey, dann hätte ich mich anders da genannt. Da ich die Nächte nicht mit Aoi verbringen wollte, verbrachte ich sie alleine. Mit Alkohol. Es ist nicht Aois Wärme, die ich wirklich begehre. Ich suche nur einen Mann. Fürst Fujitsubo. Wie oft muss ich den Namen sagen? Ich finde den Namen schrecklich. Fürst Fujitsubo ist mein Schwiegervater. Oh! Jesus! Mädel, bist du behindert? Ah, was für, das ist der Komplex. Ein warmer und freundlicher Mann. Er war mir lieber als mein eigener Vater. Aber jetzt und mehr noch als ein Vater mag ich Fürst Fujitsubo als Mann. Wie lange werde ich mich noch jemanden sehen, der unerreichbar ist? Ich seufze und beginne mir noch eine Runde Sake einzuschenken als... Verzeiht mir, Lady Kime. Koremitsu, mein Pflegebruder, öffnet leise die Schirmtür und tritt ein. Was ist bitte ein Pflege... Okay, Adoptivbruder wahrscheinlich. Ich entschuldige mich dafür, dass ich zu dieser späten Stunde gekommen bin. Es gibt eine dringende Angelegenheit, die Ihre Aufmerksamkeit erfordert, Lady Kime. Einen Moment, Koremitsu. Ich unterbreche Koremitsu, der versucht, sich zu erklären, während er sich in tiefer Verbeugung befindet. Was ist... Ich dachte Stiefbruder, aber irgendwie ja doch nicht, ne? Nehme ich meinen Fächer und entfalte ihn mit einem Klick. Oh, ich mag sie jetzt schon nicht, ne? Oh. Oh, das ist voll... Ey, ich finde ihn knuffig. Was? Auf das Geräusch des Fächers hin setzt sich Koremitsu auf. Etwas, das dich verärgert, Kime? Nein, ich bin nicht in der Stimme für ein muffiges Gespräch. Koremitsu und ich waren wie Geschwister, also doch Adoptivbruder. Was wollt ihr denn jetzt alle von mir? Warum warst du so eine Bitch? Aber als ich älter wurde, wurde er mein Begleiter. Jetzt, wenn ich meinen Fächer schnippe, kehrt er zu seinem alten, sorglosen Selbst zurück. Das ist eine Vereinbarung nur zwischen uns beiden. Ah, deswegen, okay. Und warum bist du hier? Nun, Kime, du hast einen lästigen Besucher. Ein lästiger Besucher? Sag mir nicht. Genau, Kime. Sie schiebt den Schirm beiseite und lädt sich ein. Es ist meine Freundin Tono Shujo. Sie ist die ältere Schwester meines Mannes Aoi, also meine Schwägerin. Na, eine weitere Nacht damit verbracht, Sake allein zu trinken? Du wurdest als Frau geboren, sich in Alkohol zu ertränken. Was für eine Verschwendung. Lady Shujo, das ist sehr unschicklich. Koremitsu verbeugt sich tief. Unschicklich. Wieso? Bringt dich in die Anwesenheit einer sinnlichen Frau etwa aus der Fassung? Es ist nur angebracht, auf die Erlaubnis von Lady Kime zu warten. Besteh nicht so auf Formalitäten, Koremitsu. Wenn ich hier weiter rumwarten müsste, würde noch die Sonne aufgehen. Cool, dass mir jemand folgt. Ja, aber es ist nun mal einmal der Ablauf. Lehrt Koremitsu mich mit gesenktem Kopf. Koremitsu... Ich liebe hübsche Männer, aber ich mag keine Kompromisslosen.
Also entspann dich, wenn du bei mir bist, so wie bei Kime. Und damit greift Tono Jujo nach meinen Fächern und öffnet ihn mit einem Klick. Da, ist das nicht das Stichwort? Meine Güte, du bist unverbesserlich. Zusehen, wie sie den Fächer ständig auf- und zuschnappen ließ, selbst Kurimi zu entnervt. Seid ihr jetzt zufrieden, Lady Jujo? Ich mag vernünftige Männer, Kurimitsu. Möchtest du die Nacht mit mir verbringen? Die ist auch eine Bitch. Warum sind alle die Bitches? Nur weil die voll die Kings, Queen, whatever sind, können die doch nicht sowas machen. What the hell? Das ist voll... Oh mein Gott. Sie fährt mit ihrer Zunge über ihre Lippen und setzt sich neben ihn. Ihr macht wohl Witze, Lady Jujo. Ich bin nicht Mann genug, um einer Frau wie euch zu gefallen. Wirklich? Wir werden es nicht wissen, wenn du es nicht versuchst, oder? Ich würde wetten, dass du dich oft amüsiert hast, Kurimitsu. Wechseln wir das Thema, Lady Jujo. Was führt euch um diese Zeit hierher? Ich dachte, ich würde über dich lachen, Kime, für das Scheitern einer einzigen Nacht. Über mich lachen? Ich mach doch nur Spaß. Nimm es mir nicht so ernst, Kime. Ich bin hier, um dich über die Güte des Menschen aufzuklären. Ha? Die Güte des Menschen? Ja, was bedeutet, mein junger Bruder konnte es nicht beibringen, Kime? Ja. Hör genau zu, Kime. Es gibt viele Männer auf dieser Welt. Ach, nee, wirklich. Einige sind nutzlos wie Aoi, während andere ganz außergewöhnlich sind. Sie kritisiert ihren Bruder, ihr eigenen Fleisch und Blut, als wäre er ein Fremder. Das ist mir durchaus bewusst. Ja? Dir ist bewusst, dass es viele außergewöhnliche Männer auf dieser Welt gibt? Ja, natürlich. Wenn du es ja weißt, dann handel doch endlich, Kime. Tono Jujo, ich hasse diesen Namen, lächelt verschwörerisch und holt einen Brief aus ihren Busen hervor. Was ist das für ein Brief? Es wird für Abendunterhaltung verwendet. Oh mein Schieß! Abendunterhaltung? Du weißt nicht, was das ist, Kime. Ich weiß ganz genau, was das ist. Nein? Na gut, das dachte ich mir schon, da du ja erst vor kurzem erwachsen geworden bist. Dann werde ich es dir erklären, meine liebe, liebe, liebe Schwägerin. Eine Abendunterhaltung beginnt, wenn eine Frau und ein Mann ein Gedicht zukommen lässt. Wenn eine Frau Klatsch über einen scheinbar netten Kerl hört, schickt sie einen Brief. Natürlich spielt es keine Rolle, ob sie schon einen Mann hat. Wenn der Mann interessiert ist, wird er mit einem Gedicht antworten. Obwohl es mir noch nie passiert ist, ist es üblich, nie eine Antwort zu erhalten. Wenn das Gefühl nach dem Austausch von Gedichten gegenseitig ist, wartet man bis in die Nacht und geht dann zur Wohnung des Mannes. Schließlich verraten Gedichte allein nicht, ob der Mann wirklich geeignet ist. Nur wenn das Fleisch berührt, kann man wirklich jemanden kennenlernen. Und dieses Ritual ist bekannt als Abendunterhaltung. Theoretisch ist es eine Einladung zum... Theoretisch. Ich verstehe jetzt, was eine Abendunterhaltung ist. Aber was hat dieser Brief mit all dem zu tun? Es ist eine mutige, unverblümte Einladung an einen Mann. Ich habe sie persönlich verfasst. Kime, sie wird von dir sein und Kurimitsu wird sie überbringen. Ha? Kurimitsu, dem Empfänger dieser Einladung überlasse ich ganz dir. Finde jemanden, der deiner Herrin würdig ist. Mit diesen Worten übergibt Tono Jujo den Brief an Kurimitsu. Gewiss, Lady Jujo. Ich werde jemanden Außergewöhnlichen finden. Kurimitsu, stimmt nicht so leicht zu. Aber es gibt nur einen Brief. Dann leg es wohl an mir. Somit geht Kurimitsu an den Schreibtisch, um etwas Papier, Pinsel und Tinte zu holen. Kurimitsu, was machst du? Ich verstehe, du hast vor, mehrere Einladungen zu verschicken. Mehrere? Ich muss sagen, Kime, du hast einen sehr aufmerksamen Begleiter. Ich will auch nicht, dass Kime für immer ein im Käfig eingesperrter Vogel bleibt. In Ordnung, ich werde losziehen und diese nun überbringen. Warte, Kurimitsu! Nur ein Begleiter wartet, wenn er dazu aufgefordert wird, Kime. Was sagst du da, Kurimitsu? Du bist mein Begleiter! Immer wenn du den Fächer öffnest, bin ich doch nur ein Kerl, der wie ein großer Bruder ist, richtig? Erwarte gute Nachrichten, Kime. Kurimitsu! Kurimitsu schenkt mir keinerlei Beachtung und stimmt aus dem Raum. Ihr habt mich völlig ignoriert! Warum so ein langes Gesicht, Kime? Abendunterhaltungen sind für Frauen des Hofes eine Selbstverständlichkeit. Oh Gott, klammer dich nicht an Aoi fest. Benüge dich frei und ungezwungen.
Das Spiel ist sowas von nicht für kleine Kinder, okay? Die bringen voll falsche Sachen bei. Mich nicht festklammern, mich vergnügen, das sollten Kinder nicht lernen. Ja genau, vergnüg dich mit allen Männern am Hof. Dann wirst du über Aoi bald ganz hinweg sein. Hätte ich ihn vergessen? Ich dachte, hey, du magst ihn doch sowieso nicht. Warum willst du ihn dann vergessen? Du wirst legen dich die Sehnsucht nach einem Mann mit einem neuen Mann zerstreuen. So ist die Welt. Die bringen so falsche Messages bei. Deine lächerlichen Erinnerungen an Aoi werden im Handumdrehen verschwunden sein. Derjenige, den ich vergessen möchte, ist nicht Aoi, sondern fürs Fujitsubo. Das erzählst du ihr? Bist du behinderte Scheiße? Das ist der Vater doch von der... Oder? Oder? Ja doch, ne? Wenn ich fürs Fujitsubo durch die Abendunterhalte vergessen kann, vielleicht ist das keine so schlechte Sache. Wie ihr vorschlägt, Lady Chujo, werde ich ein wenig befreien. Oh shit. Gesprochen wie ein wahrer Freund. Welche Art von Mann wird es sein? Ich werde gespannt zusehen, Kime. Oh mein Gott. Kime, mit wem würdest du gerne eine Abendunterhaltung machen? Keine Ahnung. Darüber habe ich auch gar nicht groß nachgedacht, bitte. Darüber nachzudenken ist erst der lustige Teil. Also trinken wir durch die Nacht und reden über Männer. Du bist unmöglich. Ihr seid alle unmöglich. Und so trinken und reden Chujo und ich bis in die Nacht hinein. Aber hinter meinem Lächeln ist alles, woran ich denken kann, fürs Fujitsubo. Auch wenn es nicht mit fürs Fujitsubo ist. Wenn diese unerwiderte Liebe aus meinem Herzen verblasst, vielleicht wird eine Abendhaltung ja ganz angenehm sein. Und dann... Ich beschließe mich darauf zu konzentrieren, einen Mann zu finden, der mich Fujitsubo vergessen lässt. Oh, es geht ja wirklich noch, weil ich bin gerade voll verwirrt und mein Brain, fuck, break, irgendwas, alles break und fuck und alles. Am nächsten Morgen. Entschuldigung, Lady Kime, ich habe eine Antwort auf den Brief von gestern erhalten. Ich habe nicht so schnell mit einer Antwort gerechnet. Hier ist sie. Kurimitsu unterdrückt ein Lächeln und steckt den Brief respektvoll aus. Ich danke dir. Von wem ist sie? Das darf ich euch nicht sagen. Ich schnappe meinen Fächer auf und nehme den Brief von Kurimitsu. Von wem ist der Brief? Ist es jemand, den ich kenne? Das kann ich dir nicht sagen. Nicht als brüderlicher Freund und nicht als Begleiter. Lies ihn selbst. Das ist der Teil des Nervenkitzels einer Abendunterhaltung. Aha. Ich frage mich, wer der Absender wohl so ist. Ich schaue hinab auf den Brief. Dieser Name kommt mir bekannt vor. Es ist... Wie? Ich kenne die Leute nicht mal! Wie soll denn das denn funktionieren? Seid ihr komplette behinderte Scheiße? Der Prolog ist kurz gehalten. Komisch ist, man hat sie nicht mal kennengelernt. Man hat sie nicht gesehen. Man hat sie höchstens nur in Opening gesehen. Das ist ja mega strange. Und da wir ein bisschen Zeit verpleppern müssen, lese ich einfach alles vor. Tutorial. Scrolle, um zu lesen. Wähle deinen Lieblingsfreund aus der Charakterauswahl im Hauptbildschirm aus. Wähle ihn am oberen Bildschirm aus und beginne dich zu verlieben. Häkchen. Der Vorschlag wird gespeichert, jedoch kann er während der Story ausgetauscht werden. Lass uns jeden Tag kostenlos lesen. Du kannst jeden Tag 5 Geschichten kostenlos lesen. Du kannst die restlichen Geschichten wieder mit Herzen herstellen. Häkchen. Die Anzahl der lesbaren Geschichten wird jeden Tag um 0 Uhr hergestellt. Eine Bonusgeschichte ist eine extra süße und intime Story. Das ist für mich schon alles sehr intim, ne? Bonusgeschichten, die während der Haupthandlung auftauchen, können durch den Kauf von geheimer Gegenstände gelesen werden. Pfeil, achte auf dieses Zeichen. Häkchen, beim Kauf während der Haupthandlung gibt es Rabatt. Sieh dir seine Erinnerungen im Album an. Die gelesenen Storyabschnitte und Bilder werden im Album abgespeichert. Häkchen, die Anzahl der lesbaren Geschichten und die Herzen können jederzeit eingesehen werden. Wenn Sie die Story nicht spielen können, laden Sie die Daten erneut herunter. Okay, eine Sache, die ich komisch finde. Man hat die Kerle nicht kennengelernt. Man müsste hier den Prolog erstmal gemacht haben. Also bis zur Abendunterhaltung, Einladung, whatever. Und dann kann man hier in den Charaktermenüs halt die Leute dann sehen und halt durchlesen, wie man auswählen will. Ob das jetzt so gut ist, ehrlich gesagt nein, aber... Na gut, ich kann es irgendwo auch verstehen, das passt halt ein bisschen zur Story. Obwohl, die Story ist wirklich mein Fakt, also... Die Ära der... Das ist einfach so, das ist der Voll... Das hätte ich jetzt nicht erwartet, ich meine...
so alte Historie denkt man sich so, ah, bestimmt mit Schwertern und Dämonen und, na okay, nicht Dämonen, also Monster oder Bestien oder wie auch immer, ne? Aber so, oh Jesus, okay, okay, okay. Wir haben drei. Yugao, Rokujonomiya, ah, ich war gar nicht mal so falsch, und Oboro. Ich hätte Oboro genommen, glaube ich, keine Ahnung. Ich weiß es ja nicht, ich kenne die ja nicht. Charakter vorstellen, Yugao. Wenn dein Geliebter für eine Nacht ausreicht, werde ich dein sein. Ah, das hatten wir tatsächlich. Ah, deswegen haben wir jetzt einen Anfang gemacht. Ein bisschen dumm, aber ja, gut. Yugao, Tono Chujos ehemalige Oh mein Gott! Really? Man macht nicht mit der... von dem Ex der Freundin. Was macht man nicht? Das ist genauso auch andersrum mit Männern. Das macht man nicht. Okay, von niedrigem Status, da er im Kaiser auch kein Amt inne hat. Oh Gott, Jesus. Er führt ein bescheidenes Leben mit einem Diener. Er ist sozusagen der Normalo der Geschichte. Ich finde ihn doch jetzt wieder sympathischer. Aber das ist das Problem. Er ist der ehemalige... Also der Ex von Chujo. What the hell? Oh Gott. Mami Rokujo Nomiya, wie auch immer du heißt, bitte gib mir dein Alles und Nomiya, Rokujo Nomiya, ein gut aussehender, schneidiger Mann, der als der eleganteste Mann der Hauptstadt gilt, edel und elegant, ich glaube wegen seinen langen Haaren anscheinend, hä? Aber auch äußerst kultiviert und intelligent. Neigt dazu, sehr eifersüchtig zu sein. Oh Gott, nein. Ich hasse es. Ich hasse es, wenn man zu eifersüchtig ist. Ich meine, ich kann es verstehen. In einem Punkt. Aber man sollte auch die Grenzen kennen. Weil wenn man sich unnötig in Eifersucht hineinbringt oder versetzt, wie auch immer, das tut beiden Partnern einfach nicht gut. Aber gut. Und obwohl er einiges älter ist als du, ist er total fanat in dich. Toll, wie alle eigentlich, ha? Jesus, Jesus. Okay, der letzte, Oboro. Den finde ich irgendwie cool. Ich finde, der hat bestimmt einen coolen Charakter. Der Mann führt und die Frau gibt sich ihm hin. Da sagt er so, ja, Männer haben ja die Führung, aber in dieser Ära ist das eigentlich ja nicht die Frau, ne? Aber deswegen, sollte es nicht einen Unterschied im Rang zwischen den Geschlechtern geben? Ja, theoretisch ist es doch so. Oder nee, ich habe das jetzt voll falsch verstanden. Das ist doch so. Die Frauen haben die Macht und Männer sind Schweine. Das heißt, nein. Frauen sind die Schweine in diesem Game. In diesem Game sind die sowas von die Schweine. Das ist ja unfassbar. Sogar die Männer sind ja mega unschuldig. Oioioi. Oboro. Kogidens, wer ist das? Jüngerer Bruder und der Sohn seines politischen Rivalen, des Ministers der Rechten. Aha. Er scheint eine Geliebte zu haben. Oh Gott. Aber geht gerne Frauentag und trifft sich heimlich mit dir. Ein egoistischer und heißblütiger Mann. Obwohl, die Story wird für den voll cool sein. Weil der selbst ein Arschloch ist. Wie wir, theoretisch. Aber dass sie sich... Du bist auch eine Riesen-Bitch. Jetzt ist es einfach so. Ich kann es anders nicht sagen. Okay, Fazit. Jesus. Ich war erstmal voll geschockt, was für eine Bitch sie ist. Und ich hab geschockt, wie die andere von der Bitch ist. Und ich bin komplett geschockt, dass die Männer voll lieb sind im Grunde. Oh Gott, Gott, Gott. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen, mit mir den Prolog hier durchzulesen. Gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Gebt einen Daumen hoch. Bye, bye, ciao, ciao, sayonara und salabatumadachis. I love you und bye, bye.